Hallo zusammen, hier ist der Bert als Freshbuch. In dem neuen Villa geht es darum, dass ich zum ersten Mal an der Aki Nomazzurri im Winterthur bin. An der Aki habe ich auch noch einen Workshop gegeben über Cosplay-Fotografie mit natürlichem Licht. Das ist auch sehr spannend und ich freue mich schon mega drauf. Ich denke, es wird sicher auch noch sehr was Gutes zum Essen dort geben. Ich hoffe, es gibt Takoyaki. Ich lasse mich gerne überraschen. Ja, machen wir es doch nicht spannender und gehen wir doch direkt hin. Bis nachher. Ich bin hier wieder an meinem Lieblingsstand mit sehr feinen Takoyaki. Tschüss. Very nice. Sie viertelt ab. Nein, QR-Code. Was ist das für ein Look? Da. Es ist Hightech. So, ich habe kurz ein paar Fetter in den Fotobuch. Da geht es mir nicht! Ich schaffe dir nicht auf, ich bin jetzt auch nicht zu kurz anschauen. Jesus Christ! Steckst du mega seriös. Augenbrauen, was haben wir noch? Die ganze Serie nur von mir. Was ist das? Das ist so eine Kamera, wo man kann filmen. Genau. Wir sind gerade hier im Eingangsbereich und die längste Impfstoffeinsalung ist die hier hinten wieder. Es braucht immer so lang. Da kommen wir eigentlich gar nicht vorwärts. Wie läuft es bei dir? Gut. Wie geht es dir von der Skala von 1 bis 10? 50.000. Very nice. Make-up, Karaoke. Stimmt, ich habe gehört, du gehst nachher Karaoke singen. Das ist ein Gerät. Ah, da kann man schon Mangiare. Jetzt habe ich schon so top motiviert. Das ist übrigens ein richtig cooler Sänger. Das ist ein richtig cooler Song. Sehr nice. Very nice. Very nice. Kann ja kein Show über, oder? So wie es gehört ist. Wir haben gerade minus 10 Grad und hey, schaut euch das an. Also, von weitem würde mir das jetzt nicht auffallen, dass sie da vorne nicht da hat als männliches Model. Aber also, sich auch so als männliches Model verkleiden, Respekt. Und sie auch von One Punch Man. Also, cool. Sieht ganz cool aus, gefällt mir. Danke. Habt ihr Style? Ich wollte noch kurz ein Video machen von Melopan, aber ich habe es jetzt schon fast alles gegessen. Melopan ist eigentlich nicht so schlecht, aber fast kein Füllung drin. Eigentlich mega schade, ich habe gerne so wenig gesehen. Und so alles gekocht. Das soll irgendwie nach Schnitzel schmecken. Ich bin jetzt noch 11 Minuten für den Workshop. Es kann langsam gehen. Ich habe ein richtig cooles Workshop gehabt. Cosplay-Fotografie mit natürlichem Licht. Den Teilnehmern hat es gefallen. Es war lehrlich und spannend.
Das ist mal ein bisschen anders als immer im Workshop-Raum hocken, vor allem wenn es so richtig heiß ist. Ja, aber mir hat es gefallen. Und danke auch da im Video an Tanja, falls ihr das auch anschaut. Vielen Dank fürs Modeln. Und dann kommst du nochmal dran. So, und jetzt kann ich mir ein bisschen die ganzen Sachen anschauen. Und bis nachher. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Pause. Ich bin so richtig erschöpft. Jetzt haben wir den Übersicht. Das ist auch der coolste hier. So, die coolste, habe ich gesagt. Die coolste, ja. Ja, lecker Boss. Hier steht einfach alles. Tschüss. Ciao. Achtung, steigen. Ja, ja. Das ist auch schön. Und wie findest du Aki bis jetzt so? Als, wie sagt man, als Jan-Anhänger. Es ist gross und so viel Platz. Und es ist halt einfach so Nostalgie, weißt du? So. Mhm. Wenn man bedenkt, die erste Jan ist zwar, also die erste Jan, wo ich gegangen bin, ist zwar dort vorne in der alten Kaserne gewesen. Ja. Aber da war es schon recht voll gewesen. Und danach, genau ein Jahr später, ist sie eben gerade hierher gekommen. Und krass. Dann habe ich eigentlich so gesagt, mein ganzes Cosplay-Zeug angefangen mit dem hier. Und dann ist es halt irgendwie so, yeah! Es ist so schön. Ja, schon. Also ich muss sagen, ich bin auch da zum ersten Mal und ich finde es noch mega cool hier. Macht noch, es ist, ja, man hat genug Platz, kein Gedränge. Man hat zwar schon relativ schnell gesehen, aber wegen dem ja, kommt gut, man ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich der Charme eigentlich an der Aki. Es ist keine Faba, die riesengroß ist, wo du schon allein irgendwie 3 Stunden hast, dass du vielleicht mal eine Stunde durch die Convention bist. Mhm. Und hier hast du halt sehr familiär. Also hier sind viele Cosplayer oder aus der Szene Geek, Nerds, wo du kennst, wo okay, und du schon gerne hast. Und schon viel getroffen, wo du kennst. Ja, also ich bin hier vorhin am Anfang, alle 2 Sekunden so, oh, hey. Weißt du, es wird 10'000 Leute Hallo gesagt. Ja. Und das ist halt schon mega cool. Vor allem eben, bei der Farbe ist das Problem, du hast fast keinen Überblick. Du sagst zu den Kollegen so, ja, hey, wie sehen wir uns an der Fahrbahn? 3 Tage sind vorbei, du hast die Person nicht einmal gefunden, weil du immer wieder irgendwie so, ja, ich bin jetzt dort, ja, ich bin jetzt dort, ah, ja, ich bin jetzt aber dort. Und, also, und dann irgendwann so, super, ja, Fahrbahn vorbei, Kollege immer noch nicht gesehen. Das ist schon krass. Darum finde ich es auch in so kleinen Conventions viel angenehmer. Mhm. Sieht man sich hier. Und, also bis jetzt bin ich froh, dass ich nicht jeder Minuten muss anhalten, um kurz zu begrüßen. Hoi, ciao, wie geht's? Und dann kaum bist du 3 Schritte wieder gelaufen, sagst du schon der nächste Person. Hoi. Drum. Also heute bin ich froh, auch mal, dass wir mich als Paar nicht kennt haben. Vorher habe ich einen Workshop gegeben. Cosplay-Fotografie mit natürlichem Licht. Und und ich habe Teilnehmer gefragt, und wer kennt Bird? Das hat keiner. Ist das ein Vogel? Bis auf. Das ist schon gerade, bis aufs Mobile, mich keiner kennt. Also ich finde es mal cool. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr machen, dass mich noch mehr Leute kennen. Aber ja gut, jetzt also deine Fotos sind schon gut. Also, danke, ja, du bist ja auch super. Ja. Auch wenn ich schon das halbe Cosplay wieder aus habe. Aber es ist einfach zu warm momentan gerade. Also jetzt hat sich zwar, jetzt ist, ich glaube, so eine Wolke irgendwie ein bisschen davor ist, jetzt geht es langsam, wir hocken hier im Schatten. Also es ist schon sehr, sehr warm. Ich finde es auch zwar ganz cool, dass es diesmal nicht im Oktober ist, die Aki, sondern auch mal her jetzt so ja, im August, also Ende August. Ja, kann man ein bisschen weniger anlegen. Erstens mal das ist gut für die Cosplayer, die eben sonst immer schon einen halben Nacht rumlaufen und sich sonst den Arsch abfrüht. Zweitens ist es aber auch, im Oktober hat es halt auch immer noch die Zürich Game Show ist halt Mitte September, Ende September, je nachdem meistens. Und dann ist halt immer so ein kleines Problem gewesen. Du hast das ganze Geld schon an die Zürich Game Show ausgegeben und dann gehst du halt Aki so, well, jetzt musst du dich entscheiden. Und August finde ich jetzt an sich eine recht gute. Also für die Leute, die zum Beispiel nicht können, an die Gamescom gehen oder so, weil es zu weit weg ist, oder generell die deutschen Conventions, ist es noch schön, dass es um die Jahreszeit mal etwas hat, wo conventionmäßig ist. Weil sonst ist immer alles im Frühjahr oder im Herbst. Mhm. So ist es jetzt wirklich schön Ende Sommer. Genau. Nice, danke für den Input. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, gell. Es ist wirklich ein tolles Mal so. Ohne viel Make-up, sondern mal so natürlich.
Echt jetzt? Nein. Also ja, also nicht blau und rot und gepünktelt. Das Fazit, es ist sehr sattig und knusprig, also wenn ihr auch da seid, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, das zu holen, Kragis. Ja, ich glaube, das heisst Kragis, schön. Also Krage, genau. Jetzt bin ich wieder kurz vor dem Eingang und dann haben wir wieder ausgesogen, der coole Kadaver. Jetzt liegt der extra wieder an. Ich hätte ihn so ohne Helm, aber... Okay. Ich wollte nicht den Helm zeigen, aber es ist wieder very nice aus. Er ist sehr lässig. Nein, Kasten ist so cool. Einfach der Star da. Ne? Hello. Hast du nicht heiß? Ne? In summertime, yes. Sure. Ich meine, es ist sehr heiß, ja. Okay. Ich habe jetzt schon so heiß und du im ganzen Kostüm. Ich bin vor allem Helm noch. Sicher Sauna drin. Ne? Aber ich versuche mich cool bleiben. Am besten. Ja. Yeah. Ja, ist denn cool. Jetzt musst du mir deine Instagram-Seite wieder zeigen. Ja, es ist schon wieder. Sir Fox Cosplay. Ah, genau, Sir Fox Cosplay. Vielleicht kennt ihr ihn ja, sonst check it out. Huh? Die Selfie Queens. Ich bin mal so frech und mache jetzt auch mal ein Video mit Jill, wo er gerade so den Dampfkuchen dabei hat. Gut, eigentlich hätte sie jetzt essen, aber ich störe sie jetzt extra, dass sie nicht essen kann. Was hast du Schönes hier zum Essen? Das sind so Dumplings. Pork Dumplings und Curry Dumplings. Okay, das ist ja richtig nice. Ein Gewässig, hä? Und nach dem Essen machen wir schnell ein paar coole Bilder zusammen. Ja, ja. Yeah. Cool. Was denn? Ich bin gerade an einem Musik-Event. Gigahard, jawohl! Cool, super. Ich bin immer noch geflasht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Es hat noch. Was hättest du gerne als nächstes? Ending. Ending an Ich habe eine sehr gute Hand. Ach, ich mache einen Sturm, bis es alt war. Jetzt kommt mein Ding an. Gut, das ist doch noch ein interessantes Part. Ich kann die Sache das kennen. Ich will zeigen, weil eigene Matze wie noch lustig gebaut. Was ist das? Ich bin jetzt auf dem Heimweg und jetzt habe ich wieder Hunger. Ich habe leider schon alles aufgegessen, was ich dabei hatte. Bin ich jetzt schnell zum Asiat gegangen. Ich habe mir so eine feine Szechuan-Suppe genau geholt. Und dabei noch Szechuan, also Rindfleisch mit Szechuan. Oder Szechuan-Rindfleisch mit Reis, genau. Irgendwie bin ich recht das jetzt. Aber sonst, wenn wir mal, auch mal hier am Bahnhof Luzern sind, gerade bei Gleis 14, das ist richtig, richtig fein. So, da werden wir wieder zurück in meinem Studio. Mein erstes Fazit, also für das erste Mal an der Aki im Winterthur hat es mir richtig gut gefallen. Es ist nicht allzu gross, aber auch nicht allzu klein. Es hat einen Touch von etwas Familiäres. Das gefällt mir. Auch beim Essen stand, man hat nicht so lange aufs Essen warten. Also ich liebe das, wenn man wirklich recht schnell an sein Essen kommt, wenn man richtig Hunger hat. Und Essen finde ich auch noch recht ausgewogen. Also man hat gut können etwas Feines essen. Also das Feinste ist natürlich dort für mich persönlich das neue Karagi. Das ist, also ihr müsst euch so wie Chicken Nuggets vorstellen. Das ist also das Poulet. Außenrum dann schön paniert und dann frittiert. Und, aber es ist nicht ganz wie Chicken Nuggets, sondern sogar viel besser. Es ist schön knusprig und saftig. Also die Kombination, das ist wirklich mega gut. Also ich hätte mich fast nur den ganzen Tag nur von dem nicht können ernähren, aber trotzdem, Takoyaki darf natürlich auch nicht fehlen nebendran. Also die zwei, das sind wirklich meine absoluten Favoritessen dort gewesen. Also ich könnte nicht genug davon haben. Und
Weiteres ist auch Workshop. Ich habe ja einen Workshop gegeben, Cosplay-Fotografie mit natürlichem Licht. Da möchte ich zuerst mal Danke an Tania De Andrate sagen. Danke dir, falls du das auch anschaust. Du bist super gewesen. Und von der Teilnehmerzahl her, beim Workshop war es auch richtig angenehm gewesen. Wir haben das leider nicht mehr ändern, dass wir mit begrenzter Teilnehmeranzahl hat. Aber trotzdem, am Samstag hatte ich 6 Teilnehmer und am Sonntag hatte ich 8 Teilnehmer. Also je weniger, desto besser für mich persönlich, weil mit weniger Teilnehmern kann ich viel mehr auf die Teilnehmer eingehen. Bei allgemein muss ich halt mehr, also bei mehr Leuten muss ich halt allgemeiner gehen und kann nicht, also weniger gut auf die Leute eingehen. Aber trotzdem, es ist voll Erfolg. Die Leute haben richtig Spass am Workshop, sie haben einen lehrreichen Tag gehabt und viel mitnehmen und ja, das freut mich mega. Und genau, der nächste Workshop wird darum gehen, Bildbearbeitung, falls du auch Lust hast, dabei zu sein, einfach auf meiner Webseite schauen, falls du es nicht schon nach dem Workshop schon das Video anschaust. Und sonst, ja, einfach auf meiner Webseite vorbeigehen und da gibt es sicher etwas für dich, was du kannst gut mitnehmen. Ja, das war es. Also mein Fazit. Es war cool, wenn du gerne hast, so kleine Convention zum kurz besuchen, familiär und alles, ist das sicher cool. Aber wenn du etwas willst, viel sehen willst, ist die Convention wahrscheinlich zu klein für dich, wenn du so cool bist wie Fantasy Basel. Ja, das war es. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Daumen hoch freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann 2 Daumen hoch. Vergiss nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ich bin Bert.